Hallihallo, Hallöle, meine lieben Butterblümchen, ich begrüße euch. Hier ist die Schuseline mit einem Liebesorakel. Schuseline ist wieder in the house. Ich habe ja gestern kein Video gemacht. Ich habe es zeitlich nicht geschafft, Leute. Aber dafür halte ich mein Wort heute. Nämlich, ich habe gesagt, Schrabum, Schrabum. Ich habe gesagt, dass wir heute mal auf die Leute schauen, die keinen Kontakt haben. Moment, ich muss mal eben gucken, ob ich alles im Visier habe hier. Jo, alles klar. Die keinen Kontakt haben zu ihrem Gegenüber. Herzensmann, Frau, ganz egal, zu deinem Gegenüber. Um den es geht. Für den dein Herz schlägt. Wessen diese Aufmerksamkeit hier jetzt gerade gilt. So, jetzt mischen wir die Karten mal nochmal schön durch. Einmal tief durchatmen. Das hier ist eine allgemeine Legung. Bitte, bitte nicht auf jeden Münzen, der da draußen jetzt auf dieses Video zufällig klickt, ne? Bitte, bitte nicht. Zieh dir das raus, was für dich positiv ist. Und wenn es nur der Unterhaltungswert ist am Ende. Aber zieh dir keine Schuhe an, die dir nicht passen. Ne? Am besten sowieso auf die eigene Intuition am Ende hören und dann passt es schon. So, Leute, ach, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache noch. Die habe ich nämlich schon mal vergessen. An die Mitglieder hier dieses Kanals. Vergesst bitte nicht, wenn ihr die Mitgliedschaft habt, wo eine Frage im Monat beziehungsweise zwei Fragen im Monat gestellt werden können, dann müsst ihr mich über WhatsApp anschreiben. Also ihr müsst mir die Frage praktisch dann schicken, ne? Und damit ihr das nicht vergesst, ich sehe das nämlich nicht, ich kann nicht jeden Einzelnen gucken und wann hat er die Frage schon und so, das wäre für mich viel zu aufwendig. Darum, ihr müsst mich also anschreiben, ne? Meine WhatsApp-Nummer hier unten in der Beschreibung findet ihr ja. Und an alle Leute, die eine Legung buchen wollen, das habe ich nämlich auch vergessen, Palim, Palim, findet ihr unten in der Beschreibung meine Homepage, E-Mail. WhatsApp-Nummer, alles, was man braucht, an Pipapo. Instagram habe ich und allen Zip und Zap. So, jetzt gucken wir aber hier auf die Leute, die im Moment nicht so den Kontakt haben. Ob seit kurzem erst abgebrochen oder schon länger, das spielt jetzt hier mal keine Rolle, ne? So, was gibt es denn? Was ist im Moment in dieser Liebesgeschichte, in dieser Beziehung, Verbindung, wichtig. Was steht an? Wo geht es hin? Wie sieht's bei ihm? Oh, wie sieht's bei ihm momentan aus? Bei deinem Gegenüber? Seine Gefühle. Einmal mische ich noch durch. Und dann legen wir los. Habt ihr gesehen, wie die rausgefluppt ist? Mama mia! Na, die hat aber, das war nur so ein richtig, ich will noch. So, Leute, schnallt euch an. Jetzt geht's ab hier. So. Ja, da kommt was, da kommt was. Wir haben ja als erste Karte die Vögel, Leute. Ihr wisst ja, die Vögel, ne? Da zwitscher, wird dir was zugezwitschert. Da wird dir was, da kommt was auf dich zu, aber auch immer so ein bisschen Unruhe. Das ist nicht wie bei dem Reiter, ne? Meine Deutung, Leute, bei dem Reiter, dass das so eine Nachricht, dass ich sage, oh, da kommt eine Nachricht. Das ist meist, wenn was hin und her geht auch, ne? Hin und her und so Geplapper, ne? So, wie Vögel eben sind, wild durcheinander trällernd. So. Danach haben wir hier die Entscheidung, die Wege, die Entscheidung. Och. Entschuldigung, Leute, kleiner Schnitt, das ist der Park. Och, ich habe einen Knick in der Optik. Entschuldigt bitte, ich habe die Wege gesehen. Sorry, ja. Also, wir haben hier den Park. Das heißt, ein Treffen, ein Date, ein wichtiger Tag, ein wichtiges Ereignis, ne?
öffentlich offen wieder aufeinander zugehen. Man hier im Park, das ist alles unter freiem Himmel offen. Und ja, eben dieses kleine Drama, das könnte eine Unterhaltung sein, es könnte mehrere Nachrichten, die hin und her gehen sein, kurze. Und dann haben wir die Mäuse. Und hier haben wir nämlich die Wege. Oh, ich muss einen Schluck trinken, Leute. Seid mir nicht böse. Aber ich habe ganz dröhnen Mund. So. Entschuldigt bitte. So, also, wir haben hier am Ende dann die Wege. Das heißt, da kommt was, also es kommt ein Kontakt zustande, ne? Und da wird auch öffentlich offener wieder aufeinander zugegangen. Wir haben hier noch nicht den ganz großen Dingens hier, ne? Es ist jetzt hier nicht das Herz und aber erstmal, sag mal, ein Aufeinander zu wieder. Aber die Mäuse, die nagen hier an den Entscheidungen. Das heißt, da sind die Zweifel immer noch neben den Entscheidungen. Er zweifelt da immer alles an. Ach, und da haben wir den Reiter. Ich habe es gerade gesagt, Leute. Ist das nicht der Knaller? Ach, was haben wir? Das ist doch nicht möglich, oder? Die Schlange haben wir. Und dann noch mitten im Bild. Als so mittig, ne? Also, Leute. Aber wir gucken erstmal. Es ist nicht unbedingt immer gleich. Das wäre ja ein Ding, wenn die Schlangen. Ich knall ab. Die Schlangen. Naja. Wenn die Schlange. Immer, es ist ja nun mal eine Schlange und ich sage auch nicht Schlange, weil ich diese Frau angreifen will. Das möchte ich jetzt mal dazu sagen, sondern es ist auf dem Bild eine Schlange, ne? Und deswegen sage ich Schlange. Und die verkörpert nun mal in diesem Kartenbild eine weibliche Energie, die in irgendeiner Weise Einfluss nimmt. Oft auch manipulativ ist. Und ich maße mir nicht an, weil ich hier so ein paar in den Kommentaren, vor allem in dem letzten Video, meine ich, war das, so als Vorwurf schon fast, wenn jemand so pauschal gesagt, wenn eine Frau sowas macht oder ein Mann, wenn ein Mann zwei Frauen gleichzeitig, dann ist das so und so. Und ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Ich sehe das aus so einer Perspektive. Ich lege hier die Karten auf diese Situation. Und dabei werte ich in keinster Weise. Denn das ist hier ein ganz oberflächliches Bild, was wir hier haben. Hier ist eine weibliche Energie in einer Liebessituation, die in irgendeiner Weise eine Situation manipuliert, die ohne sie oder ohne ihr Einwirken, auf welcher Art auch immer, vielleicht anders wäre. So, ne? Einflussnahme. So, und es geht ihr, diese Frau möchte eine gewisse Sicherheit haben. Ne, wir haben hier den Schlüssel. Es geht um die Sicherheit in einer Entscheidung. So, und jetzt sage ich hier nicht, das ist gleich die Affäre oder die Ehefrau, was auch immer, ne? Und ich finde so, es geht auch hier gar nicht darum, über anderer wie die ihr Liebesleben lieben, zu urteilen oder das zu bewerten. Ne? Also wenn ich so einem Mann begegne und der macht das mit mir, sowas, dann kann ich daraufhin entscheiden und daraufhin handeln oder meine Meinung auch bilden. Aber wenn jemand zu mir kommt oder wenn ich hier so ein Kartenbild habe und da ist so eine Situation, da maße ich mir überhaupt nicht an, über ein komplett fremdes Leben mit komplett anderen äußeren Erlebnissen, anderen aus welchen anderen Mustern die gestrickt sind. Nicht? Man weiß ja überhaupt nicht, was hat der Einzelne im Leben erfahren, erlebt und so weiter. Welche Bausteine, Zahnräder sind da ineinander gegangen? Wie ist die ganze Geschichte überhaupt entstanden? Und da möchte ich das Wort, ups, das war mir sehr wichtig, das hier einmal zu äußern, also es liegt mir fern, da irgendwas zu beurteilen. Jeder, der in dieser Geschichte involviert ist, hat da sein eigenes Bild.
Und so viel sollte man einfach den anderen auch ihren Raum lassen, für sich selbst zu entscheiden, solange ich gar nicht in diese Geschichte involviert bin, in anderer Geschichten sozusagen. Also solange mich das nicht betrifft, persönlich, darf mich das eigentlich ja auch gar nicht weiter zum Urteilen, ach Gott, ne? Solange mich das, vergiss es, das war jetzt ein ganz blöder Satz, solange mich das persönlich nicht betrifft, ne, möchte ich da auch gar nicht in irgendeiner Weise in ein Urteil kommen. So. Ihr wisst, was ich meine. Das ist mal ganz wichtig überhaupt in so einer Dreiecksgeschichte, sei es jetzt die Mutter, die Schwester, eine Freundin. Also bei manchen ist es tatsächlich, wenn man familiär sehr da geprägt ist und oft auch kulturell, da ist es Familie halt ganz, ganz wichtig, steht an oberster Stelle, das höre ich ganz oft, ist es manchmal sehr schwer. Und sowas gibt es ja auch. Das hier ist nicht immer eine klassische Dreiecksbeziehung. Zwei Frauen, ein Mann, ne? Und er verarscht beide. So, das ist nicht das, was sich hier zeigt, ne? Also, das ist hier ein allgemeines Bild und die Situation ist so, dass du auf jemanden wartest, der sich melden sollte, ne? Deswegen stellen wir die Frage. Und hier kommt etwas, und zwar eine kleine Unruhe, etwas, also ich sag ja wie getratsche Nachrichten hin und her, ne? Weil wir haben ja hier den Reiter auch noch liegen. Es wird offen aufeinander zugegangen wieder. Bisher war es ja verschlossen, denn es war ja kein Kontakt. Allerdings ist da trotzdem noch keine Entscheidung getroffen durch. Und wir haben ja eine weibliche Energie, die in irgendeiner Form auf diese Liebe Einfluss nimmt oder beeinflusst. Es geht ihr darum, dieser weiblichen Energie, jetzt will ich nicht Schlange dann immer sagen, weiblichen Energie geht es darum, eine gewisse Sicherheit nicht zu verlieren. Was auch immer es für eine Sicherheit ist, es sind Verlustängste, hat es mit zu tun. Ne? Verluste in welcher Form auch immer. Und da kann auch eine Mutter Sorge haben, ihren Sohn zu verlieren. An einer anderen, anderen nicht an einer Frau, sondern an einer Frau. Jetzt mal, wie oft ist das denn? Ne? So, ja, wir haben dann weiterhin so ein bisschen das Vertrauen, was da von beiden Seiten nicht mehr so ist. Einmal hier von dieser weiblichen Energie, die hier betroffen ist. Also da ist irgendwie überhaupt kein Vertrauen da. Und ja, er zieht sich immer wieder hier auch zurück. Und da liegt schon wieder am Ende, aber der Kontakt kommt wieder zustande. Ne? Also er zieht sich auch, nachdem ihr jetzt wieder Kontakt aufbaut, zieht er sich nochmal zurück. Und ja, da ist das Thema, der Fuchs wird angezeigt. Also da ist das Thema vorsichtig erstmal, auch wenn ihr wieder in Kontakt kommt, wenn er sich auch wieder meldet, sei vorsichtig mit deinen Gefühlen, mit allem. Und denkt dran, es ist die Gefahr, er neigt dazu, wenn es schwierig wird, wenn er an seine Grenzen kommt, wenn er an gewisse Gefühle kommt, sich schnell wieder zu verkriechen, wenn es schwierig wird, wenn es kompliziert wird und so weiter. Ne, das sind so Auslöser bei ihm, wo er sich zurückzieht. Und ob einer das nun mitmachen möchte oder ob jemand sagt, Mensch, ich komme damit klar, ich weiß, dass der sich irgendwann auch so weit entwickelt, dass sich das verändert. Das sind gewisse Umstände noch, das muss sich erst noch verändern. Und das überlasse ich wirklich jedem Einzelnen da draußen, denn das ist hier keine Anleitung, wie verhalte ich mich in den nächsten Wochen oder so, sondern das ist nur hier, das ist, hast du und jetzt entscheide, was du selber damit machen möchtest. Ja, nach diesem Rückzug, das heißt, das, was ich, wovor ich dich gerade gewarnt habe, dass er da wieder hier sich in sein Türmchen hier zurückzieht, ne? Das ändert sich dann auch relativ schnell wieder, weil wir hier schon als nächstes den Brief liegen haben, ne? Also das heißt, das ist nicht von langer Dauer. Und ich vermute mal, dass das ja dann auch nicht das erste Mal gewesen sein wird.
Na? So, wie sieht es denn zeitmäßig aus? Och, wir haben ja noch Zeit. So, jetzt ziehen wir hier mal noch eine Karte. Und zwar auf die Nachricht und hier diese Nachricht und die Vögel und der Park. Wir wollen mal gucken, was. Ups, jetzt fällt mir hier glatt meine Deko noch um. Ich werde verrückt. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Koffer packen. Halleluja, sage ich nur. So, Koffer packen, Möglichkeiten und innere Ruinen. Da haben wir sie wieder. Die hatten wir doch letztes Mal auch schon, ne? Also das heißt, da sind nur alte Baustellen, die er da erstmal komplett hier. Die Ruinen müssen auch noch weg, sozusagen. Da kannst du nichts mehr drauf aufbauen, ne? Da kannst du nichts mehr mit anfangen oder mitmachen. Kannst du nie wieder neu restaurieren und dann sieht das wieder toll aus. Der Drops ist gelutscht. Das muss komplett weg, ne? Das hatten wir, glaube ich, sogar in der letzten oder vorletzten Legung. Ups. Und hier haben wir Koffer packen. Das heißt, ich habe ja auf die Nachricht und hier, ne, den Park und die eben dieses Treffen. Das hat sich jetzt hier nochmal bestätigt. Koffer packen heißt immer, es verändert sich was. Du gehst auf die Reise und es geben sich neue Möglichkeiten. Meine Liebe, meine Jute, ich freue mich. Komm, das ist doch nur ganz positiv geworden hier. Die inneren Ruinen, das wirst du auch wissen. Ne? Also ich sage ja immer, ich kann hier nicht hier rosarote Ponywelt machen. Das ist hier, wenn der Rückzug hier schon wieder danach nochmal liegt. Auch wenn das nur von kurzer Dauer ist. Ich muss es doch erwähnen, wenn es hier liegt. Ne? So, und seid gnädig, liebe Leute, meine Butterblümchen da draußen. Seid tolerant den anderen gegenüber. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und auch wenn es eine Dreiecksbeziehung ist, man weiß nie wirklich, was dahinter steckt. Man kann nicht einfach jeden Mann dann, ne, der in so einer Situation ist, da gibt es so verschiedene, wenn ihr wüsstet, was ich für verschiedene Geschichten kenne, dann würde man manches auch viel besser verstehen. Das ist alles nur die Oberfläche hier. Und ja, deswegen, ne? Leben und leben lassen, ne? Und bei sich bleiben am besten. So, Leute, und jetzt ist die Schusseline raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und gehabt euch wohl, werte Butterblümchen. Tschüss!